So am Rande des Parteitags hinterm Zaun stehen die Jusos aus Ostdeutschland. Genau, wir sind die Jusos aus Meißen. Wir stehen leider hinterm Zaun, weil wir keinen Platz da drin mehr gekriegt haben. Und aber trotzdem natürlich dabei sein wollen. Es geht um eine wichtige Sache heute und da müssen wir natürlich auch mit vor Ort sein. Auch wenn wir hier draußen stehen, wichtig ist, ein Signal zu setzen und da zu sein und auch unseren Standpunkt klar zu machen. Egal, ob wir dafür draußen stehen müssen. Und warum wollt ihr keine GroKo? Naja, also die Verhandlungen, so wie sie gelaufen sind, die Sondierungsgespräche, waren für uns halt nicht zufriedenstellend. Unsere Forderungen, die wir hatten, für die wir im Wahlkampf eingetreten sind, die sind da nicht wiederfindbar. Es fängt an, Bürgerversicherung kommt nicht und diese paritätische Krankenversicherung, 50-50, ja, ich meine, das haben wir mal abgeschafft und im Prinzip betreiben wir nur Kosmetik, indem wir das quasi jetzt wieder ändern, was wir unter Rot-Grün damals eingeführt haben. Und das kann eigentlich nicht Sinn und Zweck des Ganzen sein. Ich meine, wir sind in den Wahlkampf getreten für mehr Gerechtigkeit und ich denke, das sollten wir auch in Koalitionsverhandlungen deutlich machen, wenn sie denn kommen, aber nicht unter den aktuellen Vorzeichen. Wenn Frau Merkel schon sagt, naja, wir bleiben bei dem, was wir in Sondierungsgesprächen uns darauf verständigt haben, das kann nicht das sein, was wir wollen. Es fängt dann weiter an bei der Migrationspolitik, Flüchtlingspolitik. Das sind Sachen, da sage ich als Sozialdemokrat, da kann ich nicht hinterstehen. Vielen Dank für dieses Gespräch.